Cancel Culture. Da spüre ich schon die Wut und die Fassungslosigkeit, die in mir hochkommt. Eine Klasse von höchst privilegierten Menschen, die das Konzept der Meinungsfreiheit pervertiert. Für ihre Zwecke. Die an der Stelle etwas, was als Schutzrecht des Bürgers konzipiert ist, gegen den Staat umwandelt, umkodiert in ein Recht auf Debatte. Und aus meiner Sicht ein perverses Recht auf Debatte. Und das ist das, was mich so wütend macht. Und dieser rote Faden des Narrativs, des kleinen Fauxpas, was zu einer Auslöschung einer Existenz führt, ein kleines Fauxpas, das findet sich überall. Selbst Giovanni De Lorenzo benutzt dieses Narrativ. Giovanni De Lorenzo, nicht irgendwer, ein Meinungsführer in Deutschland, macht ein Thema klein. Bringt den Fall von McNeil, dem New York Times Journalisten, bei dem ganz offensichtlich ein mehrstufiger und langwieriger Eskalationsprozess stattgefunden hat, und schreibt in seinem Artikel zu Cancel Culture, er hätte einfach nur das N-Wort zitiert. Und wenn man recherchiert, findet man eigentlich was völlig anderes dahinter. Diese Negation, diese perverse Negation, das ist das, was mich so fassungslos macht. Timothy Garton Ash. Ein anderes Beispiel, was sehr repräsentativ ist für dieses Thema. Ein Oxford-Professor, der ein Buch geschrieben hat, 2016 rausgebracht, zu Meinungsfreiheit. Weiß, männlich, höchst privilegiert, Klammer auf, Zufall, Klammer zu. Timothy Garton Ashs Lösungsansatz für das Thema der Cancel Culture ist A, Cancel Culture ist verboten, mal verkürzt gesagt, und man muss Debatten aushalten. Und man muss den marginalisierten Gruppen mehr Raum geben. Und das ist das, was mich so wütend macht. Dieses Paternalistische, was da drin steckt. Die Tatsache, dass diese Menschen diesen Raum nicht haben und es Gründe gibt, sich Mittel zu bedienen, jenseits der Debatte, Protestkultur, für sich zu nutzen, Möglichkeiten der neuen Medien für sich zu nutzen, um ihrem Anliegen einen Raum zu geben. Diese Menschen werden entmachtet. Die werden entmachtet, weil ein Timothy Garton Ash von der Uni Oxford sagt, man muss ihnen Raum geben. Wer ist Mann? Gott? Das ist doch pervers. Und was sich da in dieser Argumentation wirklich so symptomatisch ist, was so symptomatisch ist für diese Gerechtigkeitsdebatte, ist dieses Pareto-Optimum, was da drin steckt. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Oxford-Professor, der Wissenschaftler und Journalist zugleich ist, sich zumindest als ein solcher versteht, dem ist das Konzept der Aufmerksamkeitsökonomie nicht bewusst. Prinzip der Knappheit, der strukturellen Gewalt, der systematischen Ungerechtigkeiten, eines Auseinanderdriftens der demokratischen Gesellschaften. Nein! Pareto-Optimum ist die Antwort auf alles. Man muss ihnen mehr Raum geben. Das heißt, wir leben in einem Zustand der unendlichen Ressourcen. Genau wie beim Klimathema. Leben wir nicht in einer Biosphäre. Wir leben im Universum. Da kann man sozusagen andere besser stellen, ohne sich selbst schlechter zu stellen. Man muss ihnen diesen Raum geben. Dass sie sich diesen Raum nehmen, ist natürlich kein Symptom. Nein, das ist nicht legitim. Ihr habt gefälligst zu akzeptieren, dass es eine Debatte ist. Es gibt ein Recht auf Debatte für diese Menschen. Und dieses Recht wird knallhart durchgesetzt. Entweder du akzeptierst es oder nicht. Und das ist das, was mich so fassungslos macht. Ein Recht auf Debatte. Und man muss ihnen Raum geben. Sollen sie doch Kuchen essen?